So, dann haben wir noch ein zweites Video, was wir jetzt gerade spontan produziert haben. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe nämlich die freudige Möglichkeit, mit dem Marc, aka MTG Blackset, zusammen zu spielen, der auch einen Zugang hat, was natürlich super ist. Blackie, ich grüße dich durch das liebevolle Internet und Discord. Schön, dass du da bist. Nein, ich hab Bock, ich hab so Bock. Das ist wichtig und das ist gut. Wir haben gerade schon rausgefunden, wir haben per Zufall schon in einem anderen von mir aufgezeichneten Match schon gegeneinander gespielt. Jetzt wissen wir auch quasi, wer der andere mehr oder weniger ist. Aber das soll uns ja nicht stören, dass wir noch mal ein paar Runden zusammenspielen. Das halt jetzt in dem Moment über die Direct Challenge. Aber Blackie, ich habe auch Bock. Von daher, lass uns einmal ein bisschen reinschnuppern in diese neue Welt. Wie gefällt sie dir bis jetzt, Dungeons & Dragons? Wie ist es für dich? Sehr, sehr aufregend. Ich finde ein paar Mechanics sehr, sehr stark. Also gerade dieses Ventress sehr stark. Ich habe einen Combo gesehen, wo einer 15 Würfel gewürfelt hat und dann am Ende gewonnen hatte. Okay. Und ich wurde Turn 2 im Standard gekillt. Also das ist meine Erfahrung. Okay, das ist stark. Also ich habe jetzt insgesamt vorhin 4 Matches gespielt, habe alle 4 relativ dominant gewonnen. Deswegen würde mich jetzt mal sehr interessieren, mal so ein heftiges Deck abzubekommen. Aber an sich, du bist ja, glaube ich, korrigier mich, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein großer Pen-and-Paper-Spieler und Fan, richtig? Ja, korrekt. Ich spiele zwar weniger Dungeons & Dragons, aber generell Pen-and-Paper, ja. Ich habe früher Dungeons & Dragons gespielt. Ich habe Bock. Okay, aber wie geht's dir mit dem Set als solches? Also wenn du gerade diesen Pen-and-Paper-Hintergrund hast und jetzt diese neue Welt identifizierst und entdeckst, wie fühlt sich's für dich denn an, die kombinierte Variante? Ich finde es ein bisschen, also es ist auf jeden Fall wunderschön umgesetzt. Es ist ganz, ganz viel, dass Mechanic für Flavor ein bisschen draufgegangen ist, ganz klar. Zum Beispiel der Blink-Dog, der nicht blinkt, sondern halt vanished, weil das halt eher passt, als Blinken kurz ins Exilium wieder reinzubringen. Das ist ja der Blink-Effekt. Und ja, dementsprechend, es ist ein bisschen was für den Flavor draufgegangen, aber man merkt das wirklich und es macht tatsächlich Spaß. Ich muss aber sagen, im Spiel selber fokussiert man sich so ein bisschen auf einfach, was können die Karten, und man liest gar nicht mehr diesen Witz da vorne mit Getting Trapped oder sonst was. Das stimmt. Also ging mir ähnlich. Ich meine, wir haben gerade erst am Dienstag im Flashcast darüber gesprochen, auch über die Mechanik, haben uns die mal angeschaut. Ich war da ja noch ein bisschen unvorbereitet und uninformiert, weil es mir zeitlich einfach nicht ausging. Fand es aber da spannend. Und jetzt, wie du schon sagst, im Spiel vorhanden, muss ich auch zugeben, du bist erstmal am Identifizieren der Karten und die Mechaniken an sich verstehen, wie du sie natürlich jetzt im Spiel umsetzt. Da geht dann so ein bisschen der Flavor verloren, der trotzdem irgendwie omnipräsent ist. Das finde ich schon schön. Also, dass der da irgendwie im Hintergrund sehr präsent wabert, finde ich cool. Genau, also das ist schon ganz cool. Und ich muss sagen, ich habe eine Mechanik, und zwar die Venture Mechanik, habe ich von den Dungeons habe ich super hart unterschätzt, beziehungsweise falsch eingeschätzt. Sie macht so viel Value, das ist besser als jedes Kontrolldeck. Das ist krass. Also das Venture, was ich spiele, ich finde es bis jetzt beeindruckend stark. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, aber die fand ich bis jetzt wirklich immens stark. Hätte ich nicht erwartet. Also von daher, lass uns mal gucken. Ich habe eigentlich auf Challenge gedrückt und habe dich quasi per Kürzel eigentlich aufgefordert. Ich weiß nicht, ob es bei dir angekommen ist. Warte, ich war noch hier im Ding, im Deck. Hier müsste das irgendwo... Nee, eigentlich nicht. Warte mal, lass mich mal kurz dich adden. Rechts mal. Genau. 67 Challenge. Vielleicht war ich, weil ich noch im Deckbau war, dass das nicht angezeigt ist. Nein. Ja, jetzt kommt was von dir unten links und ich kann es, glaube ich, annehmen. Zustimmen. Ja, ich nice. Wähle mein Deck. Genau. Deck. Dann du willst ein krasseres Deck sehen, also mit weniger Karten aus dem neuen Set, sagst du. Du kannst spielen, worauf du Lust hast. Wie gesagt, ich habe jetzt das eine Deck nur für mich erstmal zusammengebaut. Ist natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ja. Und bin sehr gespannt. Ich bin gerade überlegen, lass doch einfach mal ein Match wollen wir machen oder drei? Du, wir können insgesamt, also ich habe ein bisschen Zeit, nicht unendlich, aber ein bisschen können wir gerne spielen, von daher. Dann nehme ich erstmal das hier. Ich habe Bock. Ganz kurz für alle Leute, weil wir das kurz erwähnen sollten, müssten, weil das in diesem Video noch nicht erwähnt wurde. Wir spielen auf dem Free-Account, ja? Also auf dem Account, den Wizard of the Coast uns zugeteilt hat. Wo wir einfach Zugriff auf alles haben. Und dementsprechend, das müssen wir erwähnen, dass wir da eingeladen wurden, damit ihr auch Bescheid wisst und jetzt nicht denkt, oh mein Gott, warum haben die so viel krassen Stuff und ich nicht? Das ist absolut berechtigt, was du sagst. Da kann man natürlich auch nochmal ein Danke auch an Wizards of the Coast schicken. Oh ja, auf jeden Fall. Diesen quasi, man sagt ja so schön, Pressezugang haben. Das ist natürlich eine Luxussituation, der wir uns wirklich dankbar zeigen, deswegen hilft uns schon sehr, dass man jetzt natürlich da mal reingucken kann. So, jetzt spielen wir natürlich Magic und schauen natürlich, was wir mit dir da drüben machen. Wir wollen natürlich
Also ich muss schon sagen, das, was du da zum Start wählst, ist mir ein Ticken zu stark. Das tut mir leid. Finde ich erstmal zu mächtig, als dass ich das akzeptieren könnte. Okay, kann ich verstehen. Aha, okay. Mhm. Das ist jetzt erstmal okay. Ja, lass uns einfach mehr Karten ziehen. Mehr Karten ziehen, das freuen wir uns doch beide drüber. Damit bin ich erstmal soweit einverstanden. Was spielen wir denn als nächstes? Ich finde Venture schon schön. Ja, kannst du doch tun. Bitte? Kannst du doch tun. Mach ich auch. Oh also, yeah, na da. Gute Karte. Geh einfach mal ins Venture. Also ich muss sagen, die Venture sind schon krass. Also wirklich krass, wenn man sich überlegt, was man sich dafür für Vorteile holt. Allein dieses Scryen immer wieder. Und ich habe ja auch bei mir, ich muss überlegen, wie sie hieß, die ist verdoppelt, mir fällt der Name gerade. Ja, die Hammer, Hammern. Ja, ich glaube, genau sowas, irgendwie in der Art. Und das ist schon ein absurd stark. Ja, das ist korrekt. Wie mache ich es jetzt? Spiele ich den und habe ein bisschen Spaß in meinem Leben? Oder, ja, ich spiele den und habe ein bisschen Spaß in meinem Leben. Okay, ich verstehe, was du mit Spaß in deinem Leben meinst. Ist natürlich beim Menace existent der Spaß, das verstehe ich. Du meinst, ob du Spaß in deinem Leben hast, aber darf auch ich Spaß haben, oder ist das nur One Day? Das kommt drauf an. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt angreifst und weiter in den Dungeon erkundest. Du hast hier den Mine of Thunder Lover. Den scheinst du zu mögen, oder? Wen mag ich? Den Dungeon. Achso, ich finde ihn halt, also ja, ich habe auch vorhin in den anderen Matches versucht, mit den ersten Erfahrungen so ein bisschen abzuwägen. Ich habe schon das Gefühl, dass der am Ende des Tages relativ stark ist, weil er schnell durchgespielt werden kann. Und ich habe natürlich mehr davon, von den Effekten, ob ich mir jetzt Marken geben kann oder dass ich mir einen Treasure machen kann oder dass ich Scryen kann. Das ist schon wertvoll. Was machen wir jetzt dagegen? Brauche ich jetzt noch ein bisschen Mana und Ramp? Das ist ja das, was ich sage. Du kannst jetzt entweder einen Blocker holen oder halt einfach mit einem weiteren Mana-Ramp agieren. Das ist schon. Der Trade ist natürlich jetzt gar nicht so toll gewesen. Aber du hast jetzt in dem Deck nicht ganz so viel aus dem Dungeons & Dragons Set drin. Tatsächlich doch, aber ich ziehe es nicht. Ich habe tatsächlich mich relativ viel, weil es ist halt immer noch Throne-Meta, meiner Meinung nach. Und ich habe schon versucht, da so ein paar mehr von den anderen Knights reinzunehmen. Ich habe auch Venture the Dungeon-Karten drin. Die müsste ich halt nur ziehen, weil wenn du mal schaust, der Nadar ist ja auch ein Knight. Ja, klar. Und stimmt. Auch der Schwarz-Weiße, der 1-1er, der Erstschlag Death Touch hat, auch der ist ein Knight. Ja. Das ist richtig. Also die Knights ist schon, die Knights-Variante ist schon ziemlich. Ich ziehe halt nur Throne of Eldraine-Karten. So. Jetzt habe ich natürlich auch deinen Card Draw gecuttet für uns beide. Ja. So, was macht denn der gute Mann? Er möchte attackieren. Möchten wir das? Ja, du darfst es tun, aber es reicht es, wenn du mit einer machst, oder? Was meinst du? Ja. Unfair? Echt? Aber dafür lasse ich dich zumindest einen Swing machen. Komm. Okay. Ein Swing, sagst du. Komm, das ist unfair. Ein Swing, sagst du. Dann lasse ich dich den Swing nicht machen. Also, dann lasse ich dich den Swing nicht machen. Also, ja, aber halt nur in reduzierter Variante. Ja. So, jetzt wird es wieder ein bisschen spannender. Ja gut, ich habe keine Handcard mehr. Also, wenn du den jetzt removest, weil du hast. Spannender. Ja, du hast ja sehr viel Removal drin. Aber ich habe ja auch schon einige gespielt. Also, ich habe ja insgesamt schon einmal diesen Bloodthirst gespielt und einmal habe ich ja schon, ich muss immer überlegen, Hardest Act. Ich bin ja mit der deutschen Sprache so ein bisschen am Kollidieren, weil ich in der Regel immer nur Englisch spiele. Ich habe es tatsächlich mit den Client einfach auf Englisch gemacht. Ich dachte mir jetzt, wenn ich natürlich auch ein Video mache, was Deutschen irgendwie gerecht werden soll, dann möchte ich das auch in deutscher Sprache machen. Habe ich früher als Let's Player auch gemacht und ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil die Leute es einfach mittlerweile gewohnt sind, auch in diesem englischen Jargon miteinander zu reden und umzugehen, habe ich festgestellt. Das stimmt. Nein. Was denn?
Ich hatte ganz kurz Angst, dass du einfach meine Embercleave bounce und blockst. Ich hatte gerade ein wenig Angst. Ja, ich dachte mir, ich mach's andersrum. Ich dachte mir, ich bin jetzt nicht ganz so unfair. Ja, du kannst ihn ja nicht blocken. Das ist das Gute. Kann ich nochmal ein bisschen venturen. Vielleicht hilft mir das ja was. Mhm. Ja. Ich persönlich finde ja den ersten Dungeon am besten. So zum Spielen. Aber er ist halt voller Gier. Das stimmt. Wobei ich aber halt jetzt zumindest in dem Venture-Deck sind auch einige Karten darauf ausgerichtet, dass man sie erst mit dem Durchlaufen des Gewölbes natürlich nochmal verbessert. Ja, dieser Double Strike ist schon nicht so schön. Ja, wie gesagt, es tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich einfach nur Throne of Eldraine-Karten ziehe. Ja, selbst diese 3-1 hilft mir da nicht so viel. Seriously? Ja, ist ja egal, sie ist ja Legendary. Seriously? Ich wollte sie nur umrüsten, weil ich vergessen habe, sie umzurüsten. Seriously? Ja. Ja. Ich würde ganz gerne irgendwie mal Venture the Dungeon-Karten ziehen oder irgendwas, was nicht Throne ist. Dann blocke ich noch. Freude. Dann blocke ich noch. Das ist fair enough. Ja, nice. Also, ist schon stark. Also ich meine, jetzt habe ich insgesamt 5 Spiele, 5 Siege. Da ist schon ziemlich gut. Also ich habe natürlich keine Ahnung vom Standard Meta, fairerweise. Aber das ist schon die Mechanik krasser, als ich es im ersten Moment erwartet hätte. Ja, Venture auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr stark. Ich meine, es hält mit Knights mit, was ein sehr starkes Agro-Deck ist. Absolut. Also ich habe tatsächlich mal mich so weit aus dem Fenster gelehnt und habe im Flashcast behauptet, dass das nicht über Standard hinausgehen wird. So ganz sicher bin ich mir gerade nicht mehr, aber das kann einfach auch gerade der Situation geschuldet sein, dass ich 5 Siege eingefahren habe. Ich habe mit dem Deck mit dem Schwarz-Weißen, mit der Schwarz-Weißen Version auch ziemlich viel gewonnen tatsächlich. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass sowas wie Pioneer auf jeden Fall auch davon beeinflusst wird. Ob das jetzt... Also in Modern? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Except und ein Dunders Deck. Kann ich mit dem Value mithalten? Also, weiß nicht. Wobei die Mechaniken schon stark sind. Ja, aber Modern ist, glaube ich, einfach zu agro-lastig. Wenn du dir überlegst, wie schnell du gegen einen Burn-Deck einfach verloren hast. Burn ist ja immer der Sonderfall, fairerweise. Also Burn ist ja insgesamt mit seiner Geschwindigkeit ja für jeden ein... Ja, aber du hast ja auch das Urblitz. Du hast aktuell Delverless Delver. Du hast Delver Decks. Also jetzt gerade durch Modern Horizon ist das Format einfach so schnell geworden.
Stimmt. Es ist schneller wieder als früher, ja. als die Bremse durch Faceless Looting kam. Oh ja, stimmt. Ist richtig, ja. Also die Faceless Looting, beziehungsweise Moment, ja doch, passt, ja. Die Faceless Looting Bremse war halt natürlich, die das Meter wieder total ausgebremst hat. Deswegen nimmt es gerade wieder zu. Ja, das stimmt. Da legen wir mal den. Aha. Aha. Mehr sage ich da jetzt erstmal nicht. Ich sage nur aha. Irgendwas stimmt mit diesem Deck nicht. Irgendwas ist auf dem Server ein bisschen falsch. Mein Companion wird gar nicht angezeigt, tatsächlich. Und ich kann mein Companion auch nicht rufen. Und aus irgendeinem Grund ist mein Deck auch nur noch 80 Karten soweit. Das ist... irgendwas mache ich falsch, habe ich das Gefühl. Okay, stimmt. Also spielst du Yorion, oder? Ja, eigentlich schon. Und da kommt eine Klasse, die finde ich auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Also auch die Klassen finde ich gar nicht so schwach. Genau, du hast ja schon mal, wir haben ja schon gespielt, da hatte ich ja die Ranger-Klasse. Ja, stimmt. Und die kann halt auch richtig Aggro reinhauen. Die Monk-Klasse ist auch wirklich ganz cool, gerade für so ein Yorion-Deck. Aber da, ja, es ist sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch einen rot-weißes Fighter-Class-Deck gebaut mit Ausrüstung. Das lief nicht so gut. Aber was soll's? So viele Pathways. Was machen wir jetzt? Ich fühle gerade nicht viel. Was kannst du machen? Ich kann was bouncen, wenn du was machst. Bouncen? Bouncen ist blöd. Bouncen will ich nicht. Dann bist du dran. Wenn du bouncen kannst, dann mag ich nicht spielen. Scry? nee. One is enough. Wann opfert er sich bei 4 oder mehr? Okay, das ist gut. Dann kann ich noch eine Karte ziehen. Und läuft. Dann kann ich mir meinen Tome bouncen. Auch okay. Dann mach mal. Einfach ein bisschen Card Advantage versuchen, jetzt schon mal zu schaffen. Weil wenn du nachher mit Ventrue ankommst, dann... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich probier's mal. Nein! Ich weiß nicht, ob es richtig war. Muss ich die neu ausspielen? Das werde ich gleich rausfinden, ob das richtig war. okay. Nicht verkehrt. Spiel ich mal das Land. Spiel die. Okay. Das war richtig. Ja, auf jeden Fall. Nein! Gerade von der Top gezogen, war okay. Auf der anderen Seite darfst du so jetzt halt Adventure, anstatt dass ich dir die Karte bounce. Ich hätte natürlich jetzt auch theoretisch, ja. Glaube ich, bleib wieder in der Mitte. Dein Lieblingsdungeon. Will ich das haben? Ich glaube, ich brauche erst mal was anderes. Aber ich mache mal einfach heftig einen Schaden. Das ist der Wahnsinn. Ich finde den so gut. Alleine wenn der Erstschlag Death Touch hat im eigenen Zug, das ist so Wahnsinn. Und wenn, das ist schon crazy. Dann auch noch Human und Knight. Ja. Das macht halt viele, viele Türen auf. Oh ja. Deshalb schon ziemlich cool. Absolut. Tome. Ja, okay. Dann würde ich sagen. Ja, nimm mal diesen Venture-Typen da auf die Hand. Nimm mal du diese Klasse der Mönche auf die Hand. Das ist unfair. So viel Bounce. Okay, interessant. Das heißt, das löst noch nicht mal aus, weil sie nicht Level 2 wird. Oh, auch wieder was gelernt. Haben sie eigentlich den Stack quasi nicht resolven lassen, oder? Ja. Aber dadurch, dass sie halt nie Level 2 wird, sondern der Effekt noch auf dem Stack ist und diese Level 2-Marke sozusagen nie draufkommt, geht der Effekt niemals los. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant, sehr, sehr stark. In insgesamt jetzt mittlerweile 6 Spielen, dass ich das erste Mal wirklich Mana-Probleme habe. Bin ich nicht gewohnt. Ja gut, Arena ist ja dafür bekannt, dass es nach einer gewissen Zeit anfängt, auch einmal schlechte Hände zu geben. Das ist ja auch völlig berechtigt. ich habe es ein bisschen falsch rumgespielt, fairerweise. Ich hätte es eigentlich erst vorher so machen müssen.
Das war ein bisschen schlecht von mir. Dann hätte ich nicht mehr Treasure Token gehabt. Nein. Misplay. Miro, mache ich das? Ich mache es einmal so. Das ist schon guten Kater, die Wunde. Das ist schon. Den kommt oben drauf. Dann mache ich den. Hatten wir schon mal, ne? Ja, diesmal kann ich ihn aber bezahlen. Ja, aber dann musst du zumindest ein Mana dafür wasten. Das ist okay. Ich könnte auch das machen. Nee, ich sag einfach, ich. Bei Mana-Kosten sind schon ordentlich. Ja, das ist aber okay. Mal gucken, ich meine, du kannst jetzt mit Venture gleich 2 plus 1 plus 1 Marken verteilen, was ziemlich strong ist. Oder 2 Leben verlieren, 2 Leben kriegen. Ja, ich muss noch überlegen, was ich mache. Da hat sich auf jeden Fall dein Mana-Problem ein wenig gebessert. Das definitiv. Ja, das macht gerade total viel Sinn. Der ist so stark. Ja, absolut. Den hast du in dem Mono-Grün, wo wir gegeneinander gespielt haben, war das so der Game-Winner. Der passt gerade wunderbar dazu, muss ich sagen. Ja. Weil er mich natürlich jetzt gerade richtig schön Karten ziehen lässt. Ja, und das Starke ist halt, durch den Erstschlag lässt er dich 2 Karten ziehen. Ja. Das ist halt schon mächtig, sag ich mal. Ach nö, seriously. I'm sorry. Scry für die nächste Runde, das möchte ich nicht. Done. Das war schon ein bisschen. Ja gut, irgendwie muss ich dich aufhalten mit dem Anspruch. Ich bin nur noch auf 9 Leben als Kontrolldeck. Das ist nicht der Ort, an dem man sein möchte. Das ist fair. Vor allem nicht, wenn man den dann noch sieht. Der ist so gut. Bin jetzt nicht so böse. Ja, vor allem den kriegst du wieder. Mal du einen Dungeon fertig hast, kannst dann noch einen Sumpf suchen und kannst dann noch den ausspielen. Das ist schon, na, schon sehr, sehr gut, diese Züge. Also daran sieht man einfach, wie stark Venture auch einfach ist. Ja. Er bringt mir auf jeden Fall. Aber was mich jetzt kurz irritiert, warum durfte ich jetzt nur den wählen? Beim Angriff darfst du eine mit 3 wählen. Und du durftest ihn wählen, weil du den Dungeon fertig gewentured hast. Aber ich darf doch laut dem Barrowin eine Karte mit Malbetrag 3 oder weniger aus seinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Ja, wenn er angreift. When Barrowin attacks. Ach so, der Gewölbekrieger ist jetzt für seinen regulären Text gerade gekommen, klar. Genau, okay. Für seinen Text, wo er, wenn du einen Dungeon fertig hast, eben gemacht wird. Habe ich mich da gerade von irritieren lassen, ja. Ah, okay. Mr. Jorian. Was machen Sie denn hier? Ah, nicht viel. Ich brauche nur einen Blocker. Hauptsächlich. Ja, ich brauche einen Blocker und ich muss mein Maze, mein Turm demnächst vielleicht für Leben cracken, weil ich echt wenig Leben habe. Ich meine, ich habe dir sogar einen Venture dafür geschenkt, ja? Ja, das stimmt an sich. Die Frage ist nur, was mache ich denn daraus aus dem Venture? Ich gehe jetzt mit Scry. Den möchte ich nicht haben. Muss er neu handeln. Wir gehen mal tatsächlich auf die Schiene. Du spielst den Lich ja nicht, wa? Bitte, was sagst du? Den Lich spielst du ja nicht. Nee. Genau, dann ist die Schiene auch mal ganz cool, einfach mal zum Sehen, weil du hast genug Karten zum Abwerfen, genug Karten zum Opfern. Gerade diese Crawler sind da sehr, sehr gut für. Der Angriff kann ich mir jetzt sparen. Aha! Eine Elfbett. Ja, da muss das leider weg. Das ist schon eher nicht so schön. Und, was mache ich denn jetzt damit? Ich ziehe einfach mal eine Karte. Oh, nice, weil sie nur noch 1 kostet. Okay. Das bringt auf jeden Fall ein bisschen die Library in Bewegung. Ja, vor allem bringt sie jetzt gleich. Das war kein Wort, kein Geräusch, was ich hören wollte. Nice. Das war schön. Ja.
Das war indeed schön. Ich brauche echt Leben. Du hast da schon so ein bisschen Knappheit. Das ist auch okay so. Ansicht, das kommt auf an, auf welcher Seite des Tisches man sitzt, glaube ich. Das stimmt schon, absolut, ja. Bring dich jetzt mal ein bisschen in Bredouille. Skyclave, okay. Auch nicht, was ich sehen wollte. Aha! Jetzt der neue gute Mann. Oder Frau. Oder Drache. Die leicht schlechte rote Teil, würde ich mal sagen. Nehmen wir nochmal diese gute Person dazu. Die ist gut. Kann nicht geblockt werden. Yes. Schön. Das ist wirklich eine gute Karte. Brauchen wir gar nicht. Das macht gerade keinen Sinn. Ja, jetzt steht spitz auf Knopf. Ah, kriegt Leben dazu. Bäh. Spektrumkarte kommt zurück. Flieger, nochmal bäh. Ja, vor allem, weil es jetzt halt auch einfach Jorion ist, der zurückkommt. Heißt, ich kann... Die Skyclave flickern. Zum Beispiel, ja. Bäh, bäh. Skyclave flickern, Massman Top klickern. Flicker ich die? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Ey, du kriegst zumindest einen 2-2er. Ja, das stimmt schon, trotzdem. Ich glaube, ich hitte mal hier mit rein. Mal gucken, was das ist. Das ist zumindest Card Draw. Ja. Das ist also kein Card Draw. Oh, das ist doch Card Draw. Ich wollte es nicht blocken. Okay, dann spiele ich nochmal so ein Monk-Ding. Okay, ich hätte es doch blocken sollen. War das der Top-Deck? Ja, das, was ich gerade gezogen habe. Kriegst den Token mal auf die Hand. Da will ich ihn aber gar nicht haben. Und so ein Crawler kann auch zurück auf die Hand. Und dann mache ich die mal auf Level 3, um einfach mal zu gucken, was Level 3 gleich so tut. Mit ihm nehme ich den daraus. Okay, das war die Antwort auf meine Frage, weil ich mich gerade irritiert gefühlt habe, dass du, aber klar, du hast noch Skyclave. Ja. Aber ich hätte den nicht machen sollen. Ich hätte den anderen, hätte ich den Bounce hätte ich aufbewahren sollen für jetzt Jorion bouncen. Das wäre besser gewesen. Skyclave immer wieder kommt. Ja. Jetzt muss ich halt schauen, was ich mache. Ich habe jetzt auch das erste Mal die Monk-Class auf Level 3. Die ist ja, einfach das ist schon eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, ich werde mich meine erste Niederlage gleich hingeben müssen. Ja, ein bisschen mehr Value generieren. Was habe ich denn da? Und May cast this, you may cast this card from exile as long as you cast another spell. Ist dann. Oh, okay. Dann muss ich wohl mal cyclen gehen, weil ich habe keinen anderen Spell. Okay. Dann muss ich wohl meine Karte ziehen gehen. Kannst du noch so ein Doomsday spielen, meinst du nicht? Lass mich überlegen. Nein. Doch, das ist der beste Zeitpunkt. Aber den kann ich spielen. Ah, ist nicht so toll. Ich finde schon. Scry 2, dich brauche ich nicht. Dich möchte ich gerne haben. Ich habe nicht mehr nach deiner Skyclave vom Flicker Jorion Priorität, oder? Doch, müsstest du. Also du müsstest jedes Mal, wenn die Skyclave angreift oder blockt, müsste noch prioritätbar sein. Möchtest du denn traden? Wenn du so fragst, habe ich Angst, dass da noch irgendwas kommt. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, sonst nimmst du mir wahrscheinlich eh wieder raus. Also macht wahrscheinlich... Nee. Dann habe ich zumindest ein Card-Draw. Nee, ich trade noch nicht. Gut. Durfte eine Karte ziehen... Das ist noch zu viel Mana. Dann kann ich noch ein weißes spielen. Dann kann ich die Birth noch spielen. Nochmal eine Ebene. Genau.
Ich finde es okay. Und dann kann ich für 2 Mana sagen, ich lege den zurück, weil wir venturen hier nicht. Ja. Mann. Dann mach mal. Ja, wir brazen hier auch nicht. Ja, es war fast zu befürchten, dass du da irgendwas hast. Schade. Hätte nämlich jetzt gerade eine Option gehabt. Da kommt der Adventurer wieder. Ich hätte mit dem Brazen auch Jorion. Ich spiele echt schlecht mit Jorion tatsächlich. Bin wahrscheinlich einfach ein bisschen gefrustet, dass er nicht mein Companion ist. Oh, okay. So, zumindest schon mal etwas. Mhm. Ja, doch, ganz im Ernst. Okay, einmal da, einmal da. Machen wir mal zumindest 2 Schaden. Und hoffen wir, dass was. Oh, nein. Oh mein Gott, mein Deck liebt mich halt auch gerade. Ich spiele mal eine Skyclave. Exilen den. Spiele mal eine Skyclave. Lol. Exil ich mal den. Ja, okay. Land habe ich noch nicht gelegt. Land habe ich gelegt. Ich cycle mal lieber. Ich bin mir relativ sicher, dass das Ding durch ist. Ich auch. Dann mach mal. Ja, und dann lege ich halt ein Land und so eine Danke. Okay, dann dürfte das vorbei sein. Ja. Ich würde sagen, wir überspringen mal das Ganze hier. Können wir machen. Wenn schaffe ich jetzt noch ein schnelles Match, bevor ich tatsächlich, man möchte es kaum glauben, wieder arbeiten muss. Oh nein, grausame Welt. Kenne ich tatsächlich. Wenn wir das jetzt vielleicht so in einer Speed-Variante schaffen, dann machen wir gerne noch ein drittes. Ja, wenn es wirklich schnell ist, dann. Schaffen wir. Ja, wollte gerade sagen. Dann ist da die Herausforderung, die nehmen wir natürlich an. Jetzt habe ich das zweite Match zwischen uns, also im 6. Match die Niederlage erlitten. Ja, dann probiere ich nochmal das mein schnellstes Deck sozusagen, was das schnellste Deck sein kann. Dann ist es wahrscheinlich das Rote von vorhin, oder? Ja. Mono-Red Combo, ich kann Turn 2 killen, wenn ich ultra viel Glück habe. Wenn ich das höre? Ja, nicht, ne? Vermutlich nicht. Das möchte ich halten. Und ich möchte den da weglegen. Ja, ich möchte den da weglegen. Dann mache ich dir mal Angst. Ist das so? Ja, 2 Infuriates und ich kann gewinnen. Nein! Okay, soviel dazu. Dann muss ich eben die faire Drachenversion spielen. Angst ist überschaubar. Ja, kann ich mir vorstellen. Der Dragonkind ist auch so schön, der Orb. Einfach weil er 2 Mana macht. Dann müssen wir das ja fast jetzt machen, oder? Lass den bitte. Nein! Das müssen wir fast jetzt machen. Dann muss ich den neu ausspielen. Dann mach mal. Möchte ich den Sacrifice? Ich möchte den nicht sacrificen. Ah, hier ist er. Hier ist er für den Move. In der Hoffnung, dass das nicht die falsche Vorgehensweise ist, aber wir haben ja gesagt, wenn, dann wollen wir auch schnell spielen. Ja. Schauen wir mal, ob das die richtige Vorgehensweise ist. I don't know. Einfach alles rauskloppen. Okay, kein Land. Mist. Ja, das mit dem kein Land kenne ich gerade irgendwo her. Das ist bitter. Aber du kannst halt jetzt anfangen zu scryen und Karten zu ziehen und Leben zu kriegen und Dinge zu tun und ich mache halt nichts. Das stimmt, das ist schon echt stark. So gut. Ja, ich bleibe in der Mitte, weil ich zur Not mehr noch einen Treasure machen kann, wenn ich es brauche. Genau. Das ist mal der Scry und Zug beenden. Okay. Gegen Magda habe ich gestern schon gespielt, als ich noch spontan bei Herumkommandiert auf den Stream aufgehüpft bin. Ah, okay, nice. Ich
Ich meine, den Tab-Effekt kann ich jetzt schon gar nicht mehr verhindern. Nee, das nicht. Dann kriegt er seinen Treasure, den er auch braucht, wie wir ja gehört haben. Ja. Blocken wir natürlich. Muss ich verteidigen. Leider Gottes muss ich die so verteidigen. Ist okay. Nein. I'm fine with it. Dann würde ich die gerne wieder ausspielen. Das ist auch okay. Okay, dann bist du dran. Ach, dieses Orb ist tatsächlich etwas nervig, dadurch, dass ich den anderen durchklicken muss, weil er mich immer wieder fragt, möchtest du ihn für ein rotes opfern? Nein, ja, möchte ich nicht. So. Wir brauchen ein Treasure. Gib mir Treasure. Ist auch, das man hätte man nie gedacht in Ixalan, dass das mal eine Fähigkeit wird, die so ein All-Time-Goodie wird. Der Treasure? Ja. Ja, safe. Und die sind halt auch echt schön, warum muss man einfach auch sagen. Ja, das stimmt. So. Mach mal bitte 2 Mana, 2 Rote. Rote. Und cast mal bitte den hier. Zumindest versuche ich's. Okay, funktioniert. Okay, funktioniert nicht. Ich dachte, mit der Reaktion warte ich jetzt noch ab. Wie viel Treasure brauche ich? 5? Für Magda brauchst du 5, ja. Okay. Du bist noch fast durch. Du gehst jetzt wahrscheinlich den Weg, dass meine Kreatur eh keinen Angriffsstärke hat, greifst mit allem an. Boah, das ist schon hart. Dann trade ich lieber. Und krieg dafür noch einen Treasure. Okay. Oh, ich habe Land gefunden. Oh nein. Oh, in der falschen Farbe. Der Klassiker. Ah, annoying. Hardly annoying. Ja, schwarz, okay. Ah, so ein paar voll. Aber wir versuchen es zumindest, wobei macht das gerade Sinn? Je nachdem muss ich gehen. Du siehst auch nicht, was ich jetzt gerade hinlege, oder? Sondern erst, wenn es liegt. Wie bitte? Du siehst jetzt gerade noch nicht, was ich gerade hingelegt habe. Nein. Ja, doch, wir machen es jetzt schon. Es jetzt schon, auch wenn es jetzt gerade noch nicht so, so viel bringt. Das ist auf jeden Fall schon was. Okay, dann muss ich den mal spielen, muss 2 meiner Kiedrachen abwerfen und mal 3 Kanten ziehen. In der Hoffnung, was Cooles zu ziehen. Ja, es ist nicht so cool, wie ich dachte, aber was will man machen? Ist auch ein bisschen Mana-Screw für Mono-Red, ne? Es geht tatsächlich. Okay. Kommt sowas? Seriously. Gucken wir mal. Autopay, was wir noch ziehen. Ja, den Drachen nehme ich mit. Ja, genau. Mit ihm ist halt tatsächlich das Interessante. Man kann dann halt mit dem 0-1 angreifen, den auf 6 Power hochdroppen. Er greift an, man bringt den hier rein und beide kommen für 22 Damage Turns bei. Ich will 2-mal Karten ziehen. Finde ich unfair. Finde ich gut, finde ich super. Oh, endlich. Weißes Mana? Endlich. Yes. Gute Walde, weiße Mana. Mal, guck mal. Dann kommt doch nochmal sowas hier. Oh Gott, ja. Sehr gute Karte. Und dann lass mal zu. An dich gehen. Double Strike ist natürlich auch nicht so schön. Ja, aber ich habe das Problem, ich glaube, ich kann nicht angreifen. Aber ich muss angreifen. Wenn ich irgendwas mache, ist die Frage, ob ich durchkomme. Glaube, noch nicht. Ja. Da wird der Brazen gespielt. Brazen blockt vermutlich, weil Trampeladedrache halt nicht. Und dann venturest du halt gleich 2x2. Ja, es ist schon nicht so schlecht. Ja, ich kann alle mitnehmen, komm. Das könnte mir helfen. Ja, das könnte... Müsste lethal sein.
Nee, ich habe zwei Handkarten. Und kommt da auch noch was? Ich habe zwei Handkarten. Ach so. Weil du gehst ja jetzt hin und sagst, jeder... Gut, ja. Du nimmst halt meine komplette Hand. Also... Ja, schon mal was wert. Ja. Gerade weil du auch den Terror of the Peak kennst. Ich habe zwei markiert und kann sie nicht bestätigen. Warum? Du markierst eins. Ach eins so, okay. Und dann nochmal eins. Ganz langsam. Arena ist nicht so schnell. Und nicht so intuitiv. Und dann Resolve. Dann markierst du. Dann markiere ich. Dann Submit. Überwürfelkriecher abschmeißen tut nicht so weh. Nee, überhaupt nicht. Also es ist schon sehr, sehr nice, dass man den abwerfen kann und dann einfach relativ schnell wieder durch ist, die wieder bekommt. Und wenn man das halt ein bisschen macht, also mein schwarz-weißes Deck ist eher tatsächlich auf diesen Tube of Annihilation ein bisschen ausgelegt. Mit so 1-1ern, die, wenn sie sterben, auch Treasures hinterlassen und so weiter. Und das ist schon, das kann auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr stark sein. Okay, gucken wir uns mal an, ob wir irgendwas finden noch. Dürfte gut aussehen, oder? Für mich. Yep, vor allem, wenn ich keinen Drachen gefunden habe. Dann sieht's doch, glaube ich, nach doch nochmal ein Win aus. Ja, aktiviere ich noch mein Land. Fair enough. Und dann bin ich over. Ich lasse dich auch nochmal zuschlagen, komm. Ja, ja. So nett bin ich. Dann übertreiben wir es völlig. Oh Gott, ja. Ja gut, jetzt haben wir auch noch kurz Zeit. Jetzt können wir auch noch richtig durchdrehen. Minimal eskalativ. Ja, vor allem, weil du jetzt im Angriff noch allen +1/+1 gleich gibst, weil du im Angriff durcharbeitest. Ja. Sacrifice a creature. Ich opfer mal mein Land. Meine Kreatur. Dann opfer ich mal mein Land. Das ist schon... Ja, das ist jetzt... Das Einzige, was jetzt halt kontraproduktiv ist, deswegen spiele ich es halt nur schwarz-weiß, ist, du kriegst halt zwei Legendaries, was halt ein bisschen doof ist. So. Genau, dann kriegst du die auf die Hand. Und damit hast du halt schon wieder den nächsten Cycle durch den Tomb halt durch, weil du damit halt wieder was zum Abwerfen hast. Das ist so stark, das ist so cool. Richtig cool. Ja, Venture ist richtig nice. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich freue mich, dir einen Niederlage hinzugefügt zu haben. Super Spaß. Ja. Marc, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir ein paar Matches gegeneinander spielen können. Gerne, gerne. Auch wieder mal gemeinsam etwas auf die Beine gestellt haben, auch wenn es sehr spontan und kurzfristig war. Hat geklappt. Ja, passt. Wir sehen uns bestimmt wieder bei der nächsten Kollaboration, die wir gemeinsam auf die Beine stellen. Grüße soweit in Richtung Reggie Ravnica und auch dir. Genau. Soweit Grüße auch an Robin. Und spiel die noch ein bisschen in dem neuen Set ein. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen reingucken. Das taugt mir tatsächlich gerade. Das ist vielleicht gar nicht so gut, dass mir das taugt, da werde ich dann ein bisschen Zeit investieren. Das ist immer blöd. Ja, leider. Kenne ich. So schaut das wohl aus. Ja. Ansonsten, wer bei mir gerade zugeschaut hat, schaut drüben auch gerne bei Marc mal ins Video rein. Dann und seht ihr die andere andersrum. Seite. Andersrum bitte auch. Da könnt ihr auch reingucken. Also auf die YouTube-Kanäle gucken von Blackset und auch von Reggie Ravnica. Und da würde ich sagen, wir schnuppern noch ein bisschen rein, wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Set Dungeons & Dragons Vergessene Reiche. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.